gerade in Braunschweig und ja, ich wusste nicht so richtig, was ich von Braunschweig erwarten soll, weil ich gedacht habe, so Siemens, VW-Standort wird wahrscheinlich relativ industriell sein und sonst gar nicht so schön. Aber Spoiler Alert, ich glaube, da habe ich mich ziemlich getäuscht, denn ich habe den Tag schon mal so sneaky peeky ein bisschen einen Blick in die Stadt geworfen und habe mir gedacht, oha, krass, die Stadt lohnt sich eigentlich zu vloggen, weil sie echt schön aussieht, beziehungsweise das, was ich bisher gesehen habe. Wir werden heute zusammen richtig die Stadt erkunden. Da ich aber eigentlich nicht so richtig irgendwie was Bestimmtes vorhabe und das Gefühl hatte, das Video wird langweilig, habe ich mir gedacht so, gut, wie kann ich dieses Video besser machen? Und ja, dann habe ich mir einfach mal meine eigenen Ratschläge zu Herzen genommen und habe mich über die Stadt informiert, um euch zu informieren. Und wer jetzt nicht weiß, worauf ich anspiele, der hat wahrscheinlich nicht den Vortrag gesehen, den ich mit dem Max von Epic Vlogs zusammen bei der Konichi auf der Konichi Couch gehalten habe. Da ging es nämlich darum, wie man coole, nachhaltige Videos macht, vor allen Dingen halt in Japan. Aber ich dachte mir, hey, das kann ich auch auf Deutschland anwenden. Ich verlinke euch das Video mal unten, wer da mal reinschauen möchte. Und wir gehen jetzt einfach mal los. Seht ihr das? Wie viele Enten da sind? Für so einen kleinen Teich, okay, er ist gar nicht so klein, aber trotzdem, für die Größe des Teiches sind hier unglaublich viele Enten. Viele Seen gibt und kleine Ecken mit Bänken, so wie hier, wo man seine Ruhe hat, sodass ich in Ruhe vloggen kann und euch was erzählen kann, ohne dass ich 5000 Leuten über den Weg laufe, weil Vloggen in Deutschland ist für mich auch immer noch ein bisschen komisch. Ich bin jetzt gerade in einem Park, der da Bürgerpark heißt und der ist nicht besonders schön, was vielleicht auch daran liegt, dass es schon Herbst wird, aber er ist ziemlich groß. Also ich würde behaupten, man kann hier gut 30 Minuten lang durch die Gegend laufen, ohne aus diesem Park rauszukommen. Aber so viel dazu. Was wir uns eigentlich angucken wollen heute in Braunschweig, nennt sich Traditionsinseln. Ich habe auch erstmal gedacht, okay, was soll das sein? Und zwar ist Braunschweig mit die älteste Fachwerkstadt in Deutschland. Das bedeutet, hier stehen die ältesten Fachwerkhäuser. Und es gibt 5 Bereiche bzw. 5 Orte in der Stadt, Traditionsinsel genannt werden, und an diesen 5 Orten hat man eben versucht, die Fachwerkhäuser von früher entweder zu erhalten oder ja, sie zu rekonstruieren, damit es so aussieht wie früher. Und dadurch soll die Stadt so ein bisschen ihren eigenen Charme haben, weil sie halt relativ typisch fachwerkstattmäßig aussieht, was ja durch die ganze Modernisierung mittlerweile gar nicht mehr so viel erhalten ist in Deutschland, würde ich behaupten. Ja, und wir schauen uns jetzt einfach mal diese 5 Orte an. Hauptsache, hier steht ein Dino vorm Dom rum.
Wahrscheinlich habt ihr mitbekommen, dass Vloggen in Deutschland noch nicht so meine Stärke ist. Vor allen Dingen, ja, wenn ich alleine unterwegs bin, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass ich jetzt hier in Braunschweig nicht so unbedingt irgendwas Bestimmtes vorhatte. Ich würde mir jetzt einfach nur die Stadt angucken. Und zu der Stadt muss ich sagen, sie ist wirklich super schön. Also ich habe halt, wie gesagt, nicht wirklich viel erwartet, bevor ich hierher gekommen bin und war halt super positiv überrascht und ja, hatte einfach Lust, euch das mal zu zeigen. Ich muss aber dazu sagen, dass es sich nicht unbedingt lohnt, alle 5 Traditionsinseln anzuschauen. Also es reicht eigentlich, wenn man so am Domplatz und vielleicht noch im Magniviertel rumläuft. Die anderen sind halt jetzt nicht so spektakulär. Gerade bei diesen 2, die nach den Kirchen benannt sind, da steht halt die Kirche und dann ein paar Fachwerkhäuser drumherum, was an sich auch hübsch aussieht. Aber ja gut, das hat man an den anderen Orten eben auch. Und ich fand, bei diesen beiden Kirchen war es so, dass die auch sehr eng umbaut waren. Also, dass die anderen umliegenden Häuser sehr nah standen und man deswegen gar nicht so die Kirche wirklich wahrnehmen konnte, sehen konnte im Ganzen, kann man das so sagen. Das fand ich ein bisschen schade. Das ist aber hier irgendwie allgemein so. Also, selbst beim Dom ist es schwierig, den Dom im Gesamten zu sehen, weil da direkt nebendran halt sehr nahe Häuser stecken. Trotzdem finde ich es aber schön, dass Braunschweig so eine schöne alte Innenstadt hat und versucht, die auch beizubehalten. Also, dass sie diese Häuser sozusagen ja versucht haben, erhalten zu lassen, so rum. Dass sie versucht haben, diese Häuser zu erhalten und aber auch wieder alte Häuser, die zerstört wurden, zum Beispiel im Weltkrieg, aufzubauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr fandet Braunschweig interessant und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.